Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen unausgerastet für das Video, denn ich habe mir für das heutige Review nicht nur einen Film angesehen, sondern 6 Stück. Und dabei 6 ganz besondere Filme, die wir Cinema Snobs auch gerne als Shot on Shitio bezeichnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Filme oft tatsächlich in Kuhfladen produziert werden, sondern dass sie auf Video gedreht wurden. Das ist ja grundsätzlich eine Erfindung, die erst ab den 80er Jahren notwendig war. Bis quasi Ende der 70er Jahre musste jede noch so billige Produktion zumindest auf 16mm Filmmaterial gedreht werden. Ab Anfang der 80er Jahre stand dann für einige kleinere Produktionen, wie beispielsweise den in der Trash Collection veröffentlichten Boarding House, sogar das Rundfunk-Equipment von einem lokalen Fernsehsender zur Verfügung, aber mit dem Jahr 1983 hat sich die Welt des Shot-on-Shitio dann grundsätzlich verändert, in dem Sinne, dass sie grundsätzlich entstanden ist, denn da veröffentlichte Sony den ersten Heim-Video-Camcorder und Leute konnten tatsächlich damit anfangen, sich selbst beim Kacken zu filmen oder sonstige Dinge, die man halt mit Kameras so macht. Aber einige haben diese Chance natürlich auch genützt, um ihre eigene Liebe entweder zum Film oder zum Geldverdienen umzusetzen und haben selbst Filme produziert. In Deutschland kennen wir die klassischen Shot-on-Shitio-Filmproduktionen ja auch von Filmen wie Violent Shit, die den Shit ja tatsächlich sogar mit Stolz in ihrem Namen tragen, bis hin zum eigentlich exakten Gegenteil davon, den Frühwerken von Olaf Ittenbach. Aber gerade in Amerika war das Shot-on-Shitio-Genre natürlich sehr beliebt und brachte uns Filme wie Death Nurse oder Black Devil Doll von Chester Novel Turner oder dann Anfang der 2000er Jahre auch das Camp Blood Franchise. Und das ist eigentlich etwas durchaus Besonderes, vor allem, weil es ein etwas späterer Vertreter des Genres ist und Regisseur Brad Sykes ganz eindeutig zu verstehen gibt, dass diese Filme aus einer Liebe zum Genre entstanden sind. Und deswegen muss man, und wer mich kennt, weiß, ich mag billig produzierte Filme, auch wenn der typische Wald- und Wiesen-Amateursplatter nicht unbedingt mein Bereich ist, muss ich sagen, die ersten beiden Camp Blood-Filme haben mich echt positiv überrascht. Aber starten wir vielleicht eher am Anfang. Camp Blood ist, wie man seinem Titel wahrscheinlich unschwer entnehmen kann, ein einfaches Freitag der 13. Rip-Off. Natürlich mit einigen Szenen, wo die Hauptdarsteller einfach nur durch den Wald gehen und ich mich wundere, warum sie nicht alle Beate, Beate schreien. Aber dafür hat der Film den ein oder anderen zumindest halbwegs kompetent gemachten Special Effect und hat aber einerseits eine ganz coole Hintergrundmusik und hat es aber auch geschafft, auf seine Laufzeit von knapp über 70 Minuten nicht zu langweilen. Und dann hat Regisseur Brad Sykes mit dem zweiten Teil, finde ich, noch eines draufgesetzt. Denn er hat die Realität des ersten Teils genommen und hat diese in einen zweiten Teil auf ganz geschickte Art und Weise eingebaut. Einerseits eine Fortsetzung inszeniert, andererseits einen Film im Film geschaffen, der selbstreferenziell eigentlich, finde ich, wahnsinnig cool war und das Original noch einmal verbessert hat. Interessanterweise sind das die einzigen beiden tatsächlich on Shitio gedrehten Vertreter des Camp Blood Franchises und ironischerweise auch die einzigen, die beim neuen deutschen Mediabook von WMM in High Definition enthalten sind. Gloriously hochgerechneten High Definition, muss man dazu sagen, aber das liegt einfach daran, dass es sich bei der hier enthaltenen Disc um ein Repack von der alten deutschen Blu-ray handelt. Was an dieser allerdings ganz besonders interessant ist, ist, dass es sich um eine Blu-ray 3D handelt. Und für diejenigen, die sich jetzt denken, wer zum Teufel konvertiert eine alte VHS-Kassette als Blu-ray 3D, der hat ganz offensichtlich, so wie ich zum damaligen Zeitpunkt, wo ich mir genau dieselbe Frage gestellt habe,
das Booklet von Christoph Kellerbach nicht gelesen, denn Camp Blood 1 und 2 wurden zwar auf Video produziert, aber tatsächlich mit einem sogenannten New View 3D Add-on und tatsächlich trotz Videoproduktion in Anaglyphen 3D abgefasst. Es wurden dann natürlich auch 2D-Fassungen von diesen Filmen veröffentlicht, eigentlich damals nur, man fragt sich fast, wo zur Videozeit, wo das Anaglyphe 3D noch nicht wahnsinnig verbreitet war, überhaupt der Gedanke kam, machen wir es in 3D. Aber jetzt natürlich für dann die Blu-Rays wurde das 3D wieder ausgegraben und mittlerweile gibt es eben auf dieser Blu-Ray tatsächlich nicht nur Anaglyphe, sondern sogar echte Real 3D-Fassungen. Aber nach etwas Wartezeit ging dann das Franchise weiter. 5 Jahre nach den ersten beiden Titeln startete mit Within the Woods. Das ist nicht das Prequel von Tanz der Teufel. Der dritte Teil, der aber nicht als dritter Teil benannt wurde, weil man quasi den Film unabhängig von den ersten beiden Teilen vermarkten wollte, damit nicht niemand glaubt, der kann sich das nicht anschauen, wenn er die ersten beiden Teile nicht kennt. Vor allem wurde ja eh eine neue Mythologie weitestgehend geschaffen. Der dritte Teil, ab dem dritten Teil, und man muss wirklich sagen, ich persönlich tue mir mit dem, wie bereits eingangs erwähnt, mit dem Wald- und Wiesen-Splatter ein kleines bisschen schwer. Ähnlich wie sich manche Leute mit meiner Stimme ein kleines bisschen schwer tun. Aber die ersten beiden Teile eben aufgrund der selbstreferenziellen Art von Brad Sykes, außerdem eben aufgrund der wirklich interessant entwickelten Story über beide Teile hinweg. Natürlich haben die Filme Schwächen, natürlich haben die Filme Längen, jada, jada, jada. Und natürlich merkt man ihnen an, dass sie mit einem kolportierten Budget von 2,80 Euro inszeniert wurden. Aber trotzdem haben mich diese Filme positiv überrascht. Das sind übrigens die Filme, die über Laser Paradise bzw. Astro auch schon ihren Weg in den deutschsprachigen Raum gefunden haben. Aber ab dem dritten Teil gibt es keinen Camp Blood Film mehr im deutschsprachigen Raum, obwohl das Franchise auf mittlerweile über 10 Filme angewachsen ist. Der dritte Teil und alle darauf folgenden sind dann auch die im Mediabook, die nur im englischen Originalton mit optionalen deutschen Untertiteln vorliegen und die einem, während die ersten beiden Filme, finde ich, von ihrer erwarteten Qualität deutlich mehr abgeliefert haben, der dritte Teil dann wirklich genau das abliefern, was man sich von der klassischen Shot-on-Shitio-Qualität erwartet, obwohl diese Filme halt auch im Anamorph-kodierten HD-Widescreen-Format vorliegen. Aber das sind halt die klassischen, neumodernen HD Lowest Trash-Filme. Aber die haben ja auch ihre Fans. Man muss auch sagen, dass beim dritten Teil auch einige interessante Ansätze dazwischen sind. Auch der sechste Teil, der das Ganze manchmal auf eine etwas übernatürliche Art und Weise hebt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass der sechste Teil mich aus eben genau diesem selbstreferenziellen Grund dann auch wieder etwas unterhalten haben. Vor allem der männliche Hauptdarsteller des Films hat das Ganze wirklich cool getragen und hat auch den ein oder anderen eben ganz coolen Spruch auf den Lippen gehabt, da war es wieder unterhaltsam. Lediglich die Teile 4 und 5 waren kaum erträglich, muss man an der Stelle wirklich sagen. Vor allem, weil dann im fünften Teil nicht nur ungefähr 10 plus Minuten aus dem vierten Teil übernommen wurden, sondern auch noch aus einem anderen Film desselben Produktionsteams namens Things einfach ein kompletter Szenenblock, weil sich ja jemand im Fernsehen einen Film anschaut, einfach da mal schnell reinkopiert wurden. Nur damit man den vierten und den fünften Teil halt quasi auf Zwang auf zwei Filme aufsplitten kann. Aber wir haben es hier auch einfach wirklich mit Amateurfilmen zu tun. Für diejenigen, die sich von jetzt irgendetwas, was ich gesagt habe, abschrecken lassen, die sollten wahrscheinlich hier Vorsicht walten lassen. Auch für mich war es etwas gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, die ersten beiden Camp Blood Filme sind vor allem für Fans des günstig produzierten Trashfilms einen Blick wert und später ist es dann wirklich für hartgesottene Genre-Fans auch vielleicht doch den ein oder anderen Blick wert. Aber wo wir jetzt gerade bei Dingen sind, die einen Blick wert sind, habt ihr zufällig vor diesem Video schon einmal die brandneuen Mediabook-Cover von WMM gesehen? Nein? Dann werden wir das jetzt ändern, denn die sind definitiv einen Blick wert. Wir starten einmal ganz kurz mit dem Cover A und
Damit schon mit einem absoluten Meisterwerk. Man muss dazu sagen, dass eben ab dem dritten Teil die Filme ja eben mit einer klassischen HD-Cam gedreht wurden und demnach vor einiger Zeit in Amerika eben nicht nur auf DVD, sondern auch in High Definition auf Blu-ray ausgewertet wurden. Für diesen Anlass und für die dortige Camp Blood Collection hat der Künstler Steemo einige Cover-Artworks angefertigt, die eben in Amerika als Frontcover-Artworks für die jeweiligen Filme verwendet wurden und jetzt dann dankenswerterweise auch im deutschsprachigen Raum zum Einsatz kommen. Wir haben eben hier auf dem auf 222 Stück limitierten Cover A ein Artwork, das grundsätzlich für den Film Camp Blood 3, aka Within the Woods, gezeichnet wurde. Außerdem ist dann limitiert auf ist dann das Cover B, limitiert auf 111 Stück, eigentlich, ein Motiv, das für den Film Camp Blood 4 erstellt wurde. Und falls ihr euch übrigens an der Stelle auch immer wieder denkt, ja, warte mal, aber das kann ja nicht sein, dass das zusammenpasst, weil der, oder ist es so wie bei den Gore- und Deathstalker-Filmen, einfach irgendwelche Motive von irgendeinem Künstler zusammengeklaut? Nein, beziehungsweise zusammen lizenziert, zusammen gesucht, wollte ich an der Stelle sagen. Nein, weil eben auch der Killer in diesen Camp Blood Filmen immer wieder anders aussieht, wird er natürlich auch auf dem Cover immer wieder anders dargestellt. Weiter geht's mit dem Cover C, das ist dann ebenfalls limitiert auf 111 Stück und man wird es sich kaum vorstellen können, das eigentliche Cover Artwork, das dann für die amerikanische Einzelauswertung von Camp Blood 5 erstellt wurde. Auch da muss man wieder dazu sagen, ich bin absolut sprachlos, wie genial diese Cover Artworks ausschauen. Last but not least zeige ich euch noch das Cover D. Das entstammt eigentlich der Einzelveröffentlichung von Camp Blood 6, aka Camp Blood 666. Und ist limitiert auf 111 Stück und ebenfalls einfach nur fantastisch. Und für mich war es tatsächlich bei diesen vier Cover-Artworks ein reiner Münzwurf. Welches gefällt einem eigentlich davon am besten? Ich kann diese Frage fast nicht einmal für mich beantworten. Sie sind allesamt vom selben Künstler namens Steemo. Sie sind alle absolut großartig gezeichnet und sie passen eigentlich auch wirklich gut zu den jeweiligen Filmen. Vereinen halt eben immer in erster Linie die Elemente, Szenen und so weiter von einem Film, wobei sich das bei 4 und 5 ja auch bisschen überschneidet, aber mir wurde jetzt für dieses Review von WMM dankenswerterweise das Mediabook mit dem Cover A zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte Camp Blood 1 bis 6 Mediabook mit dem Cover A näher vorzustellen. Und ich weiß echt nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Ganz im Ernst, ich hab fast Freudentränen in den Augen. Das, was uns WMM hier mit den vier Camp Blood Mediabooks präsentiert, ist in meinen Augen ohne Frage eine der schönsten Mediabook-Veröffentlichungen des Jahres 2021. Diese Steemo-Cover sind einfach nur sensationell. Und wir brauchen jetzt hier einfach nur auf dieses Cover-Artwork von diesem hier vor mir liegenden Mediabook blicken. Und ich denke mir, wir sehen einfach schon einmal, wo die Genialität von diesem Artwork herkommt. Einerseits haben wir eben beispielsweise hier bei dem unglücklichen Charakter auf der linken Seite und eben seiner Farbgebung im Gesicht einen ganz offensichtlichen Einfluss von dem britischen Künstler Graham Humphreys, der ja eben vor allem sehr gerne mit verschiedenen Facetten von ein und derselben Farbe bei einem einzelnen Cover arbeitet. Aber Steemo macht das nicht. Steemo macht das eben hier nur bei einzelnen Elementen und zeigt uns hier front and center absolut groß einen der Camp Blood Killer, der finde ich absolut großartig dargestellt wird, der hier auf diesem Frontcover wirklich schön bedrohlich aussieht. Ich mag auch die Tatsache, wie er diese Machete hier erhebt und das Blut von dieser tropft. Ich mag auch diese, subtil ist es, vielleicht nicht unbedingt, aber diese zusätzlichen Bildelemente wie den knallgelben Vollmond im Hintergrund. Außerdem dann eben noch einige andere Charaktere aus dem Film, und andere Elemente, so wie hier eben zum Beispiel unten die klassische Camp Blood Killer Maske, die einfach sehr schön hier in dieses Motiv integriert wurde. Außerdem ist hier der Titelschriftzug mit Camp Blood 1 bis 6 vom Font her, finde ich recht interessant ausgefallen und optisch hier
zufriedenstellend. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass eben das, was wir hier auf diesem Cover Artwork sehen, grundsätzlich absolut makellos auf dieses Mediabook Frontcover abgestimmt und angepasst wurde, dass das Ganze einfach wunderschön zusammenspielt, alle Elemente hier einen sehr schön aufgeräumten, sortierten Look machen. Das Cover ist sehr geladen, aber nicht überladen. Ich liebe diesen Zeichenstil und ich finde es wirklich einfach nur beeindruckend und großartig, was uns der Künstler hier auf diesem Frontcover präsentiert, und bin einfach nur happy, dass es das eben zu uns als Mediabook geschafft hat. Schauen wir dann einmal über den Spine, wo wir eben natürlich denselben Titelschriftzug vorfinden, auf das Backcover. Hier wartet dann unter anderem natürlich einerseits die Inhaltsangabe zum Franchise, muss man an der Stelle sagen, auf uns. Außerdem bekommen wir da schon einmal ein paar Screenshots, die uns natürlich etwas über die Produktionsqualität und Bildqualität der Filme verrät. Aber unten dann auch noch die weiteren Informationen rund um die enthaltenen Filme. So sind eben die ersten beiden Filme, wie eingangs bereits erwähnt, in High Def auf Blu-ray enthalten, dafür aber tatsächlich in echten, alten, neuen, konvertierten 3D. Und wir bekommen dann auch noch eben die Teile 3 bis 6 auf 2 Discs aufgeteilt. Dazu gibt es noch dazu ein kurzes Making-of-Feature mit ca. 6,5 Minuten für die Teile 4 und 5. Wir haben außerdem dann noch zum sechsten Teil einen 3 Minuten kürzeren Final Second Cut, der allerdings dann ohne deutsche Untertitel daherkommt, sondern nur im englischen Original. Aber insgesamt ist das, finde ich, für ein Underground-Franchise wirklich mehr, als man eigentlich erwarten hätte können. Schauen wir jetzt dann einmal ins Innere von diesem Release. Da finden wir halt eben auf der linken Seite das Repack von der alten deutschen Blu-ray 3D-Veröffentlichung. Übrigens, der Film ist in Amerika tatsächlich auch von Ultimate 3D Heaven, wo auch die Texteinblendung eben am Anfang der Filmtransfers darauf hinweist, dass hier die deutsche Version dieselben Transfers verwendet. In Amerika eben in der Grindhouse Collection auch als Double Feature, als 3D Blu-ray von übrigens derselben Firma, die uns auch Filme wie Paintball Girls, Bikini Girls in Action als 3D Blu-ray serviert. Aber das nochmal am Rande. Ja, vom Cover-Artwork oder vom Disc-Artwork hier passt das natürlich nur bedingt zu den Mediabook-Außencovers, aber das liegt halt daran, dass es ein Repack ist. Auf der rechten Seite die beiden Disc-Artworks, die passen da schon eher, zeigen eben zwei der grundsätzlichen Motive, die wir eben auch als Frontcover der Mediabooks von WMM spendiert bekommen, und die finde ich eben hier auch auf den Discs absolut großartig aussehen und in zufriedenstellender Druckqualität vorliegen. Aber nachdem wir jetzt einmal die Disc entfernt haben und eben diesen neuen Untergrund der Super Spooky Stories Mediabooks begutachtet haben, können wir einmal durch das Booklet blättern. Das misst in diesem Fall 16 Seiten, wurde wieder von Christoph Kellerbach geschrieben und beschäftigt sich in diesem Fall nicht mit einer kompletten Super Spooky Stories Staffel, sondern wirklich ausschließlich mit dem Camp Blood Franchise und bietet dabei meiner Meinung nach einige wirklich interessante Hintergrundinformationen, einerseits über den Shot-on-Shitio-Trend allgemein, wie sich das Ganze entwickelt hat, und dann natürlich in weiterer Folge ganz speziell auf dieses Franchise und die hier in diesem Mediabook enthaltenen Filme. Wie immer hat Christoph das Ganze schmissig geschrieben und sehr gut aufbereitet, sodass das Mediabook auf jeden Fall Spaß macht, nicht nur zum Durchblättern, sondern auch zum Lesen. Aber ganz besonders viel Spaß hat man natürlich auch, wenn man sich einfach nur dieses großartig gezeichnete Frontcover anschaut, das mir persönlich einfach wahnsinnig gut gefällt. Und es wird uns jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschen, dass für die Camp Blood Filme nicht unbedingt eine 4K-Neuabtastung des Originalfilmmaterials vorliegt, vor allem weil es auch kein Originalfilmmaterial gibt. Natürlich müssen wir bei Shot-on-Video-Productions auch mit Videoqualität rechnen, aber was das im Fall der Camp Blood-Filme bedeutet, das möchte ich mir natürlich mit euch, so wie üblich, im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray-Check genauer anschauen und dabei auf alle 6 Filme zumindest kurz Bezug nehmen und euch einzelne Screenshots und Ausschnitte daraus zeigen. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet
bearbeitet oder verfremdet habe. Da sich die Bilder aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in dieser jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray bzw. DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Und wir starten einfach, wo sollten wir auch anders starten, bei Camp Blood 1. Ein Film, der im Jahr 2000 eben auf einem Original-Video-Camcorder gedreht wurde. Und das erkennen wir natürlich bei dieser Bildpräsentation an einigen Stellen. Einerseits haben wir teilweise unten im Bild sogar diesen Tracking-Bar sichtbar. Wir erkennen es an der Schärfe, wir erkennen es natürlich an der eingeschränkten Farb- und Kontrastwiedergabe, an den eingeschränkten Kontrasten, den Überstrahlungen, den Detailverlust in den dunkleren Bildbereichen. Aber was überwiegend zufriedenstellend ist, ist hier die Kompression. Etwaige Block- oder Artefaktbildungen fallen hier bei diesem Transfer nicht auf. Dafür natürlich einige farbige Halos bei verschiedenfarbigen Objekten, die aufeinanderprallen. Die Rauschintensität, die natürlich in dunkleren Szenen etwas zunimmt, aber das, was mir hier bei diesem Bild immer wieder am deutlichsten auffällt, ist entweder durch die Normwandlung oder eben durch das damals verfügbare oder so produzierte Bildmaterial, dass es bei Bewegungen wirklich teilweise deutliches Ghosting gibt, das eben auch bei einzelnen der hier gezeigten Screenshots auch abgebildet wird. Aber jo, ist halt so. Machen wir mal weiter mit Camp Blood 2. Da wird es wahrscheinlich niemanden überraschen, dass das Bild grundsätzlich ziemlich ähnlich ist. Mir fällt zwar auf, dass das Bild des zweiten Teils ein klein wenig blasser ausgefallen ist als das des ersten Teils. Ob das daran liegt, dass man vielleicht einen anderen Camcorder verwendet hat, was ich jetzt eigentlich gar nicht glaube, nachdem beide Filme im selben Jahr vom selben Regisseur gedreht wurden. Oder irgendetwas an den Einstellungen verändert hat, das weiß ich nicht, vor allem, weil eben bedingt natürlich durch die Drehbedingungen von Drehorten, von verschiedenen Sets und so weiter, sich hier auch die Qualität etwas verändert. Außerdem wurde hier, weil man ja eben quasi recht geschickt einen Film im Film inszeniert hat, teilweise absichtlich mit verschiedenen Kameras und verschiedenem Bildmaterial gearbeitet, weswegen es auch einzelne Aufnahmen gibt, die noch etwas heller, greller und überstrahlt sind als sowieso der Großteil des Films. Dazu ist mir übrigens aufgefallen, dass offensichtlich entweder die Linse verrutscht ist oder falsch eingesetzt wurde oder dass eben daran lag, dass der Regisseur dann beim zweiten Teil, weil er sich eh dachte, jo, ich filme das zum Spaß in 3D, aber wir werten es ja eh nur in 2D aus, nicht mehr alle Aufnahmen des Films tatsächlich in 3D gedreht hat, um sich da etwas Aufwand zu sparen. Vielleicht liegt das eben daran, dass dann bei diesen Aufnahmen die Linse hier etwas seltsam einsitzt. Das sieht man auch manchmal bei den Screenshots. Aber wie gesagt, für das, was uns der Film, für das, was der Film ist, ja, ist es einfach genau das Bild. Weiter geht's hier mit Camp Blood 3. Mittlerweile sind wir bei den DVDs angekommen, bei Filmen, die aber in HD gedreht wurden. Und interessanterweise gleich einmal am Anfang diese 3D-VHS-Optik bieten, die ja auch damals bei der Produktion die ersten beiden Teile hatten. Ganz ehrlich, obwohl der Film 5 Jahre später produziert wurde, finde ich dieses kleine Goodie und Gimmick eigentlich ziemlich leibend. Der Großteil des Films ist aber natürlich in der klassischen neumodernen HD-Cam-Optik, mit eben der Ausnahme, wie wir es immer wieder hier sehen, von einzelnen einzelnen Szenen, die visuell bewusst verfremdet wurden. Das Einzige, was hier eben neu ist, weil sich hier auf einer DVD gleich zwei Filme tummeln müssen und die Videobitrate dementsprechend runtergeschraubt ist. Gut, man muss aber auch dazu sagen, dass bereits auf der Blu-ray vom ersten Teil nur 6,8 GB für den Film zur Verfügung standen und der zweite Teil überhaupt nur 4 GB gemessen hat. Ungefähr dasselbe, was man dann bei einer zweischichtigen DVD für jeweils einen Film dann auch hat. Aber trotzdem haben wir hier vor allem eben in den feineren Strukturen, die in den Waldszenen, vor allem dann im Laub, in den Bäumen und so weiter immer wieder auftreten, doch teilweise recht deutliche Blockbildung. Wir haben auch hier wiederum die Bewegungsunschärfen beziehungsweise vor allem das Ghosting, das immer wieder auftritt. Aber dafür haben wir etwas kräftigere, etwas natürlichere Farben beziehungsweise sehen halt einfach, dass es sich um einen Film handelt, der deutlich jünger ist als der erste Teil, der aber natürlich
natürlich eben auch mit günstigem Equipment gedreht wurde und der eben, Hashtag Beate Beate, teilweise eben auch, und ich habe das absichtlich hier mit abgebildet, auch eben mit einem Handkamerastil gedreht wurde, wo dann eben natürlich dieses Ghosting entweder sogar bewusst verstärkt eingesetzt wurde oder halt eben einfach durch die Normwandlung nur stärker zum Tragen kommt. Weiter geht's natürlich hier mit Camp Blood 4, der uns wieder etwas Neues und Interessantes in Sachen Optik zeigt. Einerseits wird das Archivmaterial aus dem dritten Teil hier durch so einen Grindhouse-Videofilter verfremdet und wirkt dadurch eben ein bisschen grau bis braunstichig. Außerdem sind vereinzelte kurze Elemente, entweder aus früheren Werken oder sonstige Sachen, im Vollbildformat eingefügt worden. Und wir haben aber hier grundsätzlich bei diesem Film eine sehr blasse, sehr farbarme Optik. Zwar teilweise durchaus ein bisschen Farben im Bild, aber manchmal hat das Bild schon fast einen schwarz-weiß-artigen Anstrich. Wir haben auch hier entweder bewusst oder einfach produktionsbedingt etwas unschärfere Momente zwischendurch, haben hier teilweise kaum Durchzeichnung im Bild, eben dafür, dass wir es mit einer neueren Produktion zu tun haben, eben sowohl hellere Bildbereiche überstrahlen, als auch in dunkleren Szenen gehen einige Details verloren und haben hier wirklich fast eine der billigsten Optiken in dem ganzen Franchise, was auch daran liegt, dass der Film wirklich ein absoluter Tiefpunkt des Camp Blood Franchises auch ist. Aber machen wir weiter mit Camp Blood 5. Das ist eben die direkte Fortsetzung des vierten Teils und setzt eben nicht nur die Handlung, sondern auch dessen Qualität fort. Filmisch wie optisch. Auch hier haben wir eine nicht so ganz optimale Kameraführung. Das war nämlich ebenfalls eine der Stärken der ersten beiden Filme. Haben teilweise absolutes Füllmaterial wie minutenlanges Kleider anprobieren. Haben dann aber eben auch zum Beispiel diese mehreren Minuten in Vollbildformat und schlechterer Qualität eingefügt. Einfach von einer älteren Produktion desselben Teams. Aber haben eben grundsätzlich auch diesen typischen sehr farblosen, sehr hellen, grellen und überstrahlenden Look hier, den wir auch schon beim vierten Teil gesehen haben, der dann halt eben bei dunkleren Szenen oft einige Details verschlingt, der aber auch Kompressionsspuren hervorrufen kann, beziehungsweise hier auch stärkeres Rauschen bei etwas dunkleren Szenen. Last but not least kommen wir hier zu Camp Blood 6, aka Camp Blood 666. Ein Film, der, finde ich, die Qualitäten des Franchises wieder ein bisschen nach oben gebracht hat. Eben sowohl filmisch als dann auch optisch. Wir haben hier wieder einige recht interessante Bildeinstellungen, etwas professionelleres Framing von den Einstellungen. Und wir sehen eben, dass zwar natürlich auch hier die Sets teilweise wirklich unterhaltsam billig, würde ich schon fast sagen, wirken. Aber dafür mit Ausnahme von teilweise etwas falsch und zu stark eingestellter Beleuchtung und damit leicht überstrahlender Flächen haben wir aber trotzdem hier wieder ein ganz gutes Farbgespür im Bild. Wir bekommen eben einige Grüntöne zum Beispiel eben wieder in den Waldszenen zu sehen, lediglich eben manche Szenen in den Städten oder am See, wo eben der Himmel etwas zu hell war und damit großflächig überstrahlt. Das gibt's natürlich ebenfalls. Wie gesagt, man darf einfach nicht vergessen, man hat es hier mit einer reinen Amateurproduktion mit sehr, sehr, sehr geringem Budget zu tun. Und auch wenn der Film optisch wieder ein bisschen nach oben geht im Verhältnis zum vierten und fünften Teil, kann er das auch ganz einfach nicht verstecken. Camp Blood ist definitiv ein interessantes Filmfranchise, vor allem eben eines, das deutschsprachige Horrorfans wahrscheinlich kaum auf dem Radar hatten. Man hat als Fan von Independent bis hin zu Amateurproduktionen womöglich die ersten beiden Teile gesehen. Und wenn man es nicht hat, würde ich an dieser Stelle bei einer entsprechend niedrigen oder hohen eigentlich fast Toleranzgrenze für Trash wirklich empfehlen, das nachzuholen. Diese Filme sind von dem, was man an Leidenschaft und was man vor allem eben auch an Talent hinter der Kamera, was Einstellungen, was Kameraführung, was Inszenierung betrifft, überraschend positiv. Auch die Filmmusik hat mir deutlich besser gefallen, als ich das erwartet hätte. Diese Filme können zwar natürlich ihre Low-No-Budget
Wurzeln nicht verleugnen, sind aber eben dafür meiner Meinung nach deutlich besser ausgefallen, als man es vielleicht erwartet hätte. Ab dem dritten Teil liefert das Franchise dann eben so ziemlich genau das, was man sich in der 2000 bis 2010 Ära am No-Budget, zwar HD-Camcorder produzierten, aber trotzdem Amateur-Trash-Qualität erwarten würde. Das ist eben für all jene, die es nicht geeicht sind, was dieses Genre betrifft, sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig. War es teilweise auch für mich, aber der dritte Teil und der sechste Teil hatten tatsächlich die ein oder andere durchaus unterhaltsame Szene. Und für diejenigen, die ein paar von den Szenen verpasst haben, keine Sorge, die wirklich guten sieht man öfter. Denn ähnlich wie es sowohl Chester Novel Turner als auch die Macher hinter den Death Nurse Filmen gemacht haben, man sieht die Szenen einfach öfter. Das war halt eben etwas, das schon bei den ersten beiden Teilen natürlich zum Tage getreten ist, aber dort meiner Meinung nach noch recht geschickt in diese Handlung integriert wurde. Aber unterm Strich bleibt ein wirklich interessantes und eigenwilliges Horror-Franchise, das ganz sicher sich nur einem sehr geringen Prozentsatz von Horrorfilm-Fans wirklich erschließen wird können. Aber eines kann man dadurch aber auf gar keinen Fall verleugnen. Die Cover-Artworks, die Stimo gezeichnet hat für die amerikanischen Auswertungen von diesen Filmen, die jetzt eben auch die brandneuen deutschen Mediabooks von WMM ziehen, die sind einfach sensationell, die sind einfach großartig. Mitte November 2021 sind eben hier 4 Mediabooks zum Camp Blood Franchise erschienen. Einige, glaube ich, mancherorts schon ausverkauft, beziehungsweise zumindest zu Ende gehend. Also falls da jemand noch etwas haben möchte in seinem Regal, sollte er auf jeden Fall zuschlagen. Auch wenn die Filme per se vielleicht nicht den eigenen Geschmack treffen oder nicht treffen werden, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, das Mediabook trifft es in meinen Augen definitiv. Das sind 4 der schönsten Mediabook Frontcover Artworks des Jahres 2021 und alleine deswegen bin ich persönlich schon wahnsinnig dankbar dafür, dass wir dem Franchise jetzt einen größeren Bekanntheitsgrad im deutschsprachigen Raum zukommen lässt und vor allem aber natürlich, dass sich dieses Mediabook in Zukunft in meinem Wald befindet.